Inklusion ist ein Prozess und ist erstmal eine Haltung und weniger ein fertiges Ergebnis. In einem heilpädagogischen Kindergarten hatten wir die Bedenken, dass sie ja dann unter anderen Behinderten vielleicht nicht so gefördert werden, wie sie durch gesunde Kinder vielleicht auch mal animiert werden. Ich finde schon, dass wir in den vielen Diskussionen, die im Moment ja medial dargestellt werden, das oft raushören können. Es geht jetzt darum, dass wir alle gleich sind. Inklusion selber betont aber die Vielfalt. Weil ich denke mir, jeder von uns ist ein Teil davon und es hat nichts nur mit Menschen mit einer Behinderung zu tun. Meine Tochter Kaya spricht mit 4 Jahren bisher noch wenig. Die Kinder gucken einmal und sagen, kann sie noch nicht sprechen? Und sie kategorisieren auch nicht, sondern jedes Kind ist so, wie es ist. Man muss das Thema nicht irgendwie dogmatisch begreifen. Also dass man jetzt sagt, Inklusion heißt, wir müssen alle Barrieren abbauen. Es werden immer Barrieren bleiben. In Worten, die wir wählen, also das Wort Behinderung spielt immer weiter eine Rolle. Das werden wir, glaube ich, auch nicht einfach so löschen können. Auch für mich, der sich vorher wenig damit auseinandersetzen musste, hat sich das Bild einfach geändert und auch der Zugang. Es gibt ja verschiedene Hemmnisse, die Kinder haben. Es gibt auch einfach Kinder ohne I-Status, die totale Schwierigkeiten haben, sozial anzuknüpfen. Und das dann über Beleidigen oder Hauen machen, das ist ja im Prinzip ein viel größeres Hindernis oft. Die Anpassungsleistung muss nicht bei den Menschen mit Behinderung liegen, nicht bei dem Individuum, sondern eher bei der Gesellschaft. Im Moment haben viele Sorgen, dass es ein Sparmodell wird, die Inklusion, dass Einrichtungen geschlossen werden und damit das Personal und die Finanzen woanders hinfließen. Und das darf nicht passieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal. Es wird nicht so sein, dass eine Gesellschaft gerecht ist, dass jeder die gleichen Chancen hat, dass alle den gleichen Zugang zu Dingen haben, zu Bildung, zu materiellen Sachen. Das wird nicht so sein. Aber man kann sich dafür einsetzen, dass davon ein Teil passiert.